Hallo, Entschuldigung, ich habe eine Erkältung, habe ich jetzt mal eingefangen. Und ich will heute was machen, nämlich ein Tutorial-Video, wie ich aus einem normalen T-Shirt ein Totenkopf-T-Shirt mache. Das funktioniert, indem ich hoffe, man sieht, dass ich habe es extra mit Weiß gemalt. Also mit so einem Weiß, muss man mal gucken, da, wo man auch mit sowas malen kann. Mit so welchen Farben, weil ich nichts Besseres im Moment gefunden habe, also es ist Kreide ähnlich, kann man so verwischen und so. Aber auf Stoff lässt es sich sehr gut auswaschen. Und ja, das, was ich dafür brauche, wäre halt irgendetwas, wo ich sehen kann, ich habe jetzt das benutzt. Und eine Staubschere, es geht aber nur eine normale Schere. Hauptsache eine Schere, wo man den Stoff mit schneiden kann. Und ich glaube, das hat jeder. Und ein T-Shirt, das wäre auch was. Und eine Unterlage. Ich habe jetzt meinen alten Zeichenblock genommen, wo ich mal drauf gekritzelt habe, aber auch als ich versucht habe, das nicht zu malen, aber naja gut. Also, ich will jetzt das T-Shirt ausschneiden, also das werdet ihr aber gleich sehen. Und das ist, ja, ein Tutorial-Video, kann man das so sagen. Na gut, und jetzt kommt Hypebeast!